Willkommen zu diesem Video. Ich begrüße sehr herzlich die Zuseher von deepchess.de und auch die Abonnenten meines YouTube-Kanals zu diesem Video, dem ersten über die Dortmunder Schachtage 2012. Schon die 40. Ausgabe und ich denke, wir können uns auf ein interessantes Turnier freuen. Die diesmal gewählte Besetzung, 10 Spieler, davon 4 deutsche Teilnehmer, die 4 Gewinner der Europäischen Mannschaftsmeisterschaft des letzten Jahres, verspricht, denke ich, interessante Partien und auch viel Kampfschach, da auch dieses Jahr frühe Remisschlüsse verboten sind. Kommen wir direkt zur Partie der ersten Runde, die ich ausgesucht habe. Ich habe vor, eigentlich zu jeder Runde eine Partie des Tages zu machen, es sei denn, es ist wirklich mal so langweilig, dass sich nichts findet. Aber ich glaube, da können wir ganz optimistisch sein, dass es immer was zu gucken gibt. Für die erste Runde habe ich ausgesucht die Partie Caruana gegen Neidic. Hier treffen aufeinander zwei sehr interessante Spieler. Caruana, eine der Shooting Stars diesen Jahres, mittlerweile etabliert unter den Top 10 der Welt. Ich bin mir nicht ganz sicher, welchen Platz er hat, vielleicht Platz 6 oder 7 nach der Zahl, kommt das, glaube ich, hin. Und Neidic, seit Jahren bekannt, deutsche Nummer 1 seit mittlerweile vielen Jahren, denke ich mal, bestimmt 4, 5, 6 Jahre und auch schon erfolgreich an den Dortmunder Schachtagen in den letzten Ausgaben teilgenommen. Caruana hat Weiß und eröffnet E4, steht schon auf dem Brett hier. Er spielt so ziemlich jede Öffnung, aber meistens spielt er E4. Neidic antwortet hier mit E5. Auch er hat ein flexibles Repertoire, aber E5 kommt sehr häufig. Und wir sehen hier eine schottische Partie. Das ist nicht unbedingt zu erwarten gewesen. Caruana spielt normalerweise das auf der Ebene am beliebtesten scheinende Spanisch. Aber hier kommt es, wie gesagt, zu schottisch. Auch, denke ich, eine interessante Wahl für die Zuschauer. Häufig ist es halt hier so, dass die Kräfte schnell aufeinander prallen und es viel taktische Verwicklung gibt. Schwarz nimmt raus, Springer D4, Läufer C5, eine der beiden Hauptvarianten. In der anderen Partie heute, Krajacin gegen Kramnik, wurde Springer F6 gespielt. Die beiden Züge sind ungefähr gleich beliebt, würde ich sagen. Führen aber auch zu ziemlich unterschiedlichen Stellungen. Läufer C5 kam und Caruana spielt jetzt Springer B3. Hier hat Weiß eine ziemlich große Auswahl. Die anderen Hauptzüge sind hier Läufer E3 oder Springer schlägt C6, beides auch sehr beliebt. Der Zug Springer B3 war etwas in Vergessenheit geraten, bis Carlsen den vor rund 2 Jahren oder 3 Jahren, glaube ich, 2 Jahre, 2010, gegen Bacro ausgegraben hat. Und damals sicherlich noch Frucht der Zusammenarbeit mit Kasparov. Und der Zug hat danach einiges an Beliebtheit gewonnen. Wir sehen auch gleich, woran das liegt, weil die Stellungen, die entstehen, doch sehr interessant sind. Schwarz spielt Springer, Läufer B6, der Läufer war ja angegriffen. Springer C3, Springer F6, alles ganz normal. Und jetzt Dame E2. Die Idee von Dame E2 ist es, die sehen wir jetzt gleich, Schwarz rochiert und Weiß spielt Läufer nach E3. In der erwähnten Carlsen-Partie gegen Bacro kam übrigens Läufer G5. Aber Läufer E3 ist auch durchaus interessant. Und jetzt sehen wir die Idee dieses Aufbaus mit Dame E2. Weiß möchte also schnell den Läufer auf B6 hier neutralisieren und möglichst schnell hier die lange Rochade anstreben. Also schnell hier den König aus dem Zentrum entfernen und dann auf der D-Linie sich gegen die schwarze Dame zu stellen und Schwarz den Zug D7, D5 erschweren. Wir sehen, dass Schwarz jetzt erstmal Turm E8 spielt, sicherlich plausibler Zug, greift den Bauern E4 an, der jetzt schutzbedürftig ist, also Weiß spielt F3. Und jetzt ein interessanter Zug von Schwarz, der zumindest, wenn meine Datenbank da und auch die Chessbase Online Datenbank da komplett ist, neu ist. Neidic spielt jetzt D5. Und der Zug erscheint mir ziemlich riskant, aber sicherlich wurde der nicht am Brett erfunden, sondern schon vorher mal
ja, maschinell abgeklopft, dass er auch wirklich geht. Der Knackpunkt hier ist, oder ich zeige vielleicht mal kurz, was bisher gespielt wurde. Also bisher hat Schwarz sich hier zufrieden gegeben mit solchen Varianten. Schwarz nimmt auf E3 und spielt D6. Wobei es dazu jetzt nicht gerade hunderte Partien gibt, sondern vielleicht mal gerade ein halbes Dutzend oder leicht mehr. Also es ist jetzt hier ein relativ, ja, sind schon relativ unausgetretene Pfade hier. Und das macht auch den Reiz dieser Variante für Weiß aus, dass man jetzt schon relativ früh ja, was Neues bringen kann oder hier sogar das Schwarz was Neues bringen kann. Das ist also nicht gerade 20 Züge Theorie und dann gucken sich beide an und sagen, okay, wir haben ja beide gewusst, dass Remis ist. Also Schwarz macht jetzt das Zentrum auf mit D5 und Weiß antwortet mit der langen Rochade, was natürlich der kritische Zug sein muss, weil jetzt ja ganz eindeutig die D-Linie hier ein Problem ist für Schwarz. Also er steht in der Fesselung hier drin und der Bauer D5 wird jetzt hier zum Problem. Ja, Schwarz hat eigentlich jetzt zwei Möglichkeiten. Er kann den decken mit Läufer E6, was er gespielt hat. Eine Alternative wäre noch der ziemlich freche Zug D4 und ja, diese Gabel hier zu bringen auf die beiden Figuren auf C3 und E3. Allerdings durch diese Fesselung in der D-Linie droht Schwarz natürlich nicht zu schlagen. Und Weiß hat die Möglichkeit, sowas zu spielen wie zum Beispiel Dame E1. Also das Ganze ist sehr kompliziert. Ich gebe nur mal ein Beispiel. Dame E1. Ja, Schwarz entwickelt sich Läufer E6 und Weiß spielt Läufer B5. Den Springer C6 anzugreifen, um den Druck auf den Bauern D4 hier zu erhöhen. Es könnte zum Beispiel so weitergehen. Nur mal als Beispielvariante und die ganze Geschichte kommt mir ziemlich unklar vor. Gut, die Partie wird noch furchtbar kompliziert, sollte man sich nicht zu lange in den Varianten hier aufhalten. Aber D4 war durchaus eine erwägenswerte Alternative. Aber es sieht natürlich ziemlich frech aus, zugegebenermaßen. Ja, Schwarz spielt Läufer E6 und Weiß jetzt Dame F2. Mal kurz zu zeigen, Weiß kann ja auch selber ziemlich hart fehlgreifen. Wenn er beispielsweise hier nimmt, dann ja, gewinnt Schwarz nach Läufer schlägt D5 schon, weil der Läufer E3 hier furchtbar unter Druck gerät. Der Läufer auf B6 und der Turm auf E8 stehen auf dem Läufer E3 und sowas endet sehr peinlich. Also Weiß kann nicht auf D5 schlagen. Dame F2 ist auch trotzdem ein guter Zug, weil er auch wieder aus der Turmlinie von seitens Schwarz hier besetzt, der E-Linie rausgeht. Also sicherlich ein vernünftiger Zug. Ja, Schwarz spielt Springer E5. Das macht auch Sinn, denke ich, um eventuell auch mal den Zug C7, C6 vorzubereiten. Und außerdem auf den Zug F4 beispielsweise hat man Springer, ups, nicht den, Springer G4 zur Verfügung. Deswegen spielt Weiß auch H3 jetzt hier, um den Zug F4 vorzubereiten, um den Springer hier. Nee, nicht so. Den Springer auf E5 zu treten. Ja, was spielt Schwarz jetzt? Er hat gespielt Springer G6. Und der ist, glaube ich, fragwürdig. Allerdings alles mit Vorsicht zu genießen. Die ganze Geschichte ist sehr kompliziert. Es scheint mir so, dass Schwarz hier besser auf E3 geschlagen hätte. Dame E3, Springer G6. Der Unterschied ist, dass jetzt die Dame in der E-Linie steht. Dafür ist die A-Linie nicht offen, was in der Partie ein Gegenspielpunkt war. Es könnte zum Beispiel so weitergehen: E5, Springer H5, G4, Springer nimmt das Feld und Weiß spielt H4 mit der Idee H5. Das Ganze sieht auch etwas besser aus für Weiß. Also mir kommt diese ganze Idee mit D5 ein bisschen in der Öffnung etwas gefährlich vor für Schwarz, aber wer weiß, vielleicht ist es doch ganz gut, aber es kommt mir gefährlich vor. Wie gesagt, er hat so nicht gespielt. Ups. So, Schwarz hat nicht auf E3 genommen, sondern ist sofort nach G6 gegangen, sodass Weiß jetzt schlagen konnte und den Zug F4 machen konnte. Das ist natürlich jetzt ein Unterschied. Jetzt droht einfach F4, F5 mit Figurengewinn. Mit Gabel auf Läufer auf E6 und Springer auf G6. Und Schwarz hat ja
nicht gerade viele Züge, um das zu verhindern. Er steht schon ein bisschen eingequetscht. Am Ende gespielt hat er Läufer D7. Ansonsten kommt einfach F5 und eine Figur ist weg. Also kaum eine Alternative zu diesem Zug. Ja, und jetzt spielt Weiß einfach F5, Springer E5, ED5. Ja, und im Vergleich mit der Stellung, die ich eben gezeigt habe, mit Läufer schlicht E3 zuerst, erscheint mir das doch noch deutlich schlechter im Vergleich. Hier hat Weiß zu allem auch noch einen Bauern mehr. Also Schwarz, denke ich, hatte in jedem Fall Probleme. Der hatte nur die Wahl zwischen verschiedenen problematischen Stellungen. Aber hier, wie gesagt, kommt zur Stellungsproblematik auch noch ein Minusbauer hinzu. Deswegen versucht Neidisch jetzt auch sofort ein direktes Gegenspiel zu bekommen. Denke ich, sehr vernünftig. Er spielt B5 mit zwei Ideen. Hier gezeigt B5, B4. Den Springer auf C3 anzugreifen und dann somit auch mit dem Turm auf A2 zu kommen. Und Springer C4 ist die zweite Idee. Ja, Weiß muss vor allen Dingen B4 bedienen und spielt deshalb A3. Keine große Alternative dazu. Und jetzt spielt Neidisch auch geradlinig Springer C4. Aktiviert den Springer. Ja, und den kann Weiß dann nicht stehen lassen. Er nimmt den direkt weg. Und Schwarz nimmt zurück. Ja, Weiß macht jetzt einen sehr starken Zug. Ich hatte mich hier gefragt, warum nicht Springer D4. Also gespielt hat der Springer D2. Der ist wirklich gut. Springer D4 war ein Zug, der eigentlich mir direkt ins Auge gefallen ist, weil warum nicht den Springer ins Zentrum ziehen? Hier hat Schwarz aber einen verblüffend starken Zug, den man auch nicht auf Anhieb, zumindest ich nicht, sieht. Dame B8, der ist bemerkenswert stark mit der Idee, den B-Bauern bis B4 vorzuziehen. B5, B4 und Schwarz öffnet die B-Linie. Das ist witzigerweise wirklich überhaupt nicht klar, was jetzt hier passiert. Wenn Weiß beispielsweise versucht, selbst anzugreifen mit G4, B5, G5, dann kommt Schwarz mit B4 und jetzt wird es aber außerordentlich haarig. Zum Beispiel, wenn Weiß schlägt, der Zug Springer E4 hier, Springer schlägt, Turm E4 und jetzt man sieht schon, dass Turm A1 hier auf dem Weg ist. Wenn Weiß jetzt hier sich etwas Luft verschafft, kommt der Turm schon hier rein. Man muss noch D2, auf König C2 würde einfach Läufer A4 folgen. Ja, kann ich kurz zeigen. Ups, König C2, Läufer A4 und Schwarz gewinnt sogar. König D2 und jetzt einfach Turm A2 und ja, es ist nicht zu sehen, wie Weiß hier vernünftig diesen Bauern decken soll. Schwarz hat also in jedem Fall hier genug Gegenspiel, um zumindest Remis zu spielen. Also Schwarz kriegt starkes Gegenspiel mit Dame B8 auf Springer D4. Gespielt hat er den und der Zug ist einfach stärker. Jetzt kommt B5 sofort. Und in dieser Stellung hat Caruana jetzt G4 gezogen. Möglicherweise ist das auch ein guter Zug. Oder ziemlich sicher ist es ein guter Zug. Hier hätte mir jetzt allerdings der Zug Dame C5 auch sehr gut gefallen, weil der Zug jetzt hier rein prophylaktisch das Feld B4 überdeckt. Und ja, wenn Schwarz jetzt B4 spielen würde, könnte er einfach mit der Dame schlagen. Also dieser Damenzug nutzt diese Schwäche des Feldes C5 aus und Weiß kontrolliert sehr schön die Stellung hier. Es ist nicht so einfach zu sehen, wie Schwarz jetzt hier schnell Gegenspiel gegen den weißen König erhalten soll. Und wie man in der Partie sehen wird, ja, Schwarz hat eine Menge Spiel bekommen gegen den König. Ich denke, das ist eine ganz gute Alternative. Wenn Schwarz, also zu G4, der auch nicht unbedingt schlecht war, wenn Schwarz jetzt hier schlagen würde, ist ein wichtiger kleiner Trick, hat Weiß den starken Zug D6. F5 hängt jetzt und auch C7, und zwar mit D-Bauer schlägt C7. Weiß wird also einen außerordentlich starken Bauern auf C7 erhalten. Das dürfte wohl direkt gewonnen sein. Also Schwarz kann gar nicht den F5 schlagen. G4 hat ja unter anderem den Bauern F5 gedeckt, also auch damit C5 hätte den Bauern F5 gedeckt. Also mir gefällt der Zug besser als G4. Gut, G4 ist aber nicht unbedingt schlecht, er ist halt nur, ja, schärfer.
weil Schwarz jetzt mit B4 tatsächlich die A-Linie aufbekommt und ja, doch eine Menge Spiel bekommt. Ich glaube, Dame C5 war besser. Ja, Weiß muss nehmen und Schwarz, ja, entert direkt die erste Reihe mit dem Turm. Ja, und der Zug Springer DB1 sieht sehr logisch aus. Aber natürlich auch nicht gerade das, was Weiß sich gewünscht hat, einen Springer auf die Grundreihe zurückzuziehen. Ganz witzig hier, wenn Weiß mit dem C-Springer zurückgegangen wäre, der zugegebenermaßen merkwürdig aussieht, der Zug, gewinnt Schwarz sofort mit C3. B schlägt C3, Dame 8 und der Tigersprung nach A3, ja, gewinnt sofort die Partie. Also man kann hier sehr schnell schon mit Weiß auch verlieren. Gut, deshalb dieser Zug. Und jetzt ist schon klar, dass Schwarz durchaus ein bisschen Spiel bekommen hat. Er hat zwei Bauern geopfert allerdings dafür. Insofern reichen sollte es nicht unbedingt, schon gar nicht für Vorteil, aber auf jeden Fall, um ordentlich Probleme zu stellen. So, jetzt Springer E4, macht sicher Sinn. Der Springer auf F6, der droht ja immer mal sowieso angegriffen zu werden mit G5. Und so aktiviert Schwarz auch den Turm direkt hier auf die vierte Reihe. So, Caro Ahner spielt jetzt F6. Denke ich, ein guter Zug, um den König von Schwarz hier in Bedrängnis zu bringen. Alternativen gab es auch. Zum Beispiel der Zug D6 kam auch sehr in Betracht, um den D-Turm jetzt hier wirklich zu nutzen, um zum Beispiel so auf der D-Linie Druck zu machen. Also D6 war eine vernünftige Alternative. Aber auch F6 war sicherlich stark. Vor allen Dingen, weil der schwarze König halt auch ein bisschen in Bedrängnis kommt. Und gerade bei knapper werdender Zeit ist das ja immer hilfreich, dass man auch mal was auf den König machen kann. Mir liegt leider nicht vor, wie die exakte Zeitverteilung war. Aber klar ist, dass hier schon beide wenig Zeit hatten. Das war mir wohl klar. Ich weiß noch nicht genau, wie viele Minuten oder Sekunden das wirklich waren. Aber Zeitnot war auf jeden Fall klar im Spiel hier. Bereits hier und später noch extremer. Auf F6 hat Neidisch jetzt Dame A8 gespielt. Wollen wir kurz die Alternativen anschauen. Was passiert, wenn Schwarz F6 schlägt? Möglich war das durchaus. Nicht besonders gut, aber möglich. Dame schlägt F6 zum Beispiel, ist wirklich schlecht hier. Und zwar tatsächlich einfach wegen dem Damentausch. Und dann Turm H nach E1. Wenn Schwarz hier gezwungen ist, den Turm zu tauschen, ja, was leider der Fall ist, entsteht ein ziemlich trostloses Endspiel. Weiß hat immer noch einen Bauern mehr, aber vor allen Dingen, ja, die schwarze Struktur hier ist außerordentlich schlecht hier am Dameflügel. Der Bauer auf C4 ist schwach. Hier C4, C7. Und außerdem hat Weiß auch immer mal die einfache Idee Turm E7. Also die Stellung ist ja so gut wie verloren für Schwarz. Er kann also nicht mit der Dame schlagen auf F6. G schlägt F war schon eher möglich. Aber auch hier dürfte Weiß ja die besseren Chancen haben. Ganz klar ist es aber nicht. Turm H1, Dame E7 zum Beispiel. Und ja, jetzt kann die schwarze Dame noch Unruhe stiften im weißen Lager. Zum Beispiel darf Weiß jetzt nicht vorschnell auf F6 schlagen, weil Dame E3, Turm D2, der einzige Zug, Dame G1, Turm D1 und jetzt Turm Stich B1, ja, für Schwarz sogar gewinnen würde. Also Schwarz hat hier auch noch eine Menge Tricks und super klar ist es nicht. Eigentlich Weiß sollte schon etwas besser stehen. Möglicherweise war der Zug G schlägt F6 aber stärker als das, was Neidisch gespielt hat. Wobei aber Dame 8 natürlich ein völlig plausibler Zug ist. Mit der Idee, hier zum ganz langen Sprung anzusetzen nach Dame A2. Ja, und Schwarz hat echt einen Angriff. Also ein völlig verständlicher Zug. Caro Ahner spielt jetzt Dame F3. Mehr ein defensiver Zug, den ich auch gut verstehen kann. Möglicherweise hätte Weiß aber hier mit F schlägt G7 ja sehr großen Vorteil bekommen können. Ich bin immer etwas vorsichtig hier in der Wortwahl, weil ich habe vielleicht eine Stunde die Partie analysiert und mir auch vom Computer helfen lassen, aber es ist so kompliziert, dass man selbst da dann leicht was übersehen kann. Die Idee von dem Zug ist, wenn Schwarz jetzt Dame A2 spielt, was ja auf den ersten Blick ziemlich fürchterlich aussieht,
Ja, da B1 halt hängt, hat Weiß den sehr starken Zug König D2. Und das Bemerkenswerte ist, dass jetzt einfach der Zug Springer C3 droht und dann auch ziemlich sicher kommen wird, wonach plötzlich der weiße König auf D2 recht sicher steht. Und der Springer auf C3 wunderbar alle Felder deckt. Und Schwarz steht ja gerade für den Zug Springer C3 ja maximal unglücklich. Schwarz müsste jetzt wohl die Dame wieder zurückziehen. Und dann könnte Weiß einfach sowas spielen wie G5 mit der Idee Dame nach F6. Oder Springer C3, wie schon erwähnt. Es drohte ja auch vielleicht Dame H6, das ist ein Grund für den Zug G5. Also zum Beispiel jetzt Dame nach D6, Springer C3. Und in der Stellung dürfte Weiß glatt auf Gewinn stehen. Er hat mittlerweile vier Bauern mehr, nein, drei Bauern mehr. Aber der König beginnt auch langsam wieder sicher zu stehen auf D2. Das Ganze ist weit weniger gefährlich, wenn auch ein Turm vom Brett verschwunden ist, was Weiß ja geschafft hat. Also eine, denke ich, bessere Fortsetzung als die Partie. Allerdings war das alles verdammt schwer. Also den Zug F G7, ich gehe mal zurück. Ups. In dieser Stellung auf G7 zu schlagen, ist schon außerordentlich kaltblütig. Also Dame F3 wurde gespielt. Und Schwarz ist jetzt nach E8 mit der Dame zurückgegangen, um die E-Linie zu kontrollieren. Hier hatte Schwarz die Alternative Turm E5. Der ist möglicherweise auch stärker. Aber einfach ist es hier auch nicht. Die Idee von dem Zug ist, wenn Weiß jetzt nichts ganz Forciertes unternimmt, also beispielsweise einen Zug macht wie G5, um hier weiter am Königsflügel voranzukommen, dann kommt Schwarz jetzt wieder zu Dame A2. Und sowas ist schon ein sehr ernstzunehmendes Gegenspiel. Weiß kann auch ganz schnell verlieren, wie zum Beispiel mit Dame C3, Turm B1, Turm B1, Turm D5 und Weiß gibt auf. Also gefährlich ist die ganze Stellung auf jeden Fall immer noch für Weiß. Ein Zug wie Dame F4 ist hier wahrscheinlich anzuraten, um den Turm direkt anzugreifen auf E5. Und ja, da kann Schwarz allerdings auch dann einfach D5 schlagen. Und diese Stellung hier zum Beispiel ist nach C3 starker Zug. BC, Dame A2, Dame G5. Natürlich haarsträubend, ne? Also wahrscheinlich fällt man da fast vom Stuhl, wenn man das spielen muss. G6, Dame H6, Turm B1. Und das Ganze endet einem Dauerschach. Also ziemlich wirre und komplizierte Varianten hier, die mit knapper Zeit so gut wie überhaupt nicht zu spielen sind, vernünftig. Also Turm E5 war möglicherweise stärker, aber neidisch Zug Turm E8, Dame E8 kann ich sehr gut verstehen. Jetzt hat Caruana Dame C3 gezogen, auch mal defensiv, um hier den Damenflügel, denke ich, zu decken. Woraufhin Neidic wieder Dame A8 gespielt hat. Also hätte sicherlich nichts dagegen einzuwenden, hier die Züge zu wiederholen. Weiß spielt auch Dame F3 und wieder zurück. Ja, jetzt spielt allerdings Caruana auf Gewinn, er möchte kein Remis machen, auch zu Recht. Allerdings. Der Zug Turm F1, den er gespielt hat hier, ist nicht der beste. Er konnte jetzt hier statt Turm F1 mit. Ups. Irgendwie habe ich gerade meine Varianten in der Übersicht verloren. Er konnte hier den Zug D6 spielen. Und das hätte, denke ich, für Weiß ja, Vorteil festgehalten. Es ist aber wirklich mörderisch, mörderisch kompliziert. Zum Beispiel CD6, Turm D6, Turm E3. Dame zurück nach D1. Ups, Dame D1. Turm E2, Turm D2. Also, ja, also ein Computer fühlt sich wohl, aber es ist verdammt schwer zu spielen. Also den Zug Turm F1. Da kann man niemanden für ans Kreuz nageln. Das ist ein ganz normaler Zug. Ja, nur der hat leider einen Haken. Jetzt konnte Neidic Läufer A4 ziehen. Was er nicht gemacht hat, hat den Zug G5 gemacht. Aber Läufer A4 wäre hier sehr stark gewesen.
Und das führt wirklich zu ja, starkem schwarzen Angriff, den Weiß gerade so eben abwehren kann. Wenn Weiß zum Beispiel jetzt gierig ist und mit dem F-Bauern auf G7 schlägt, dann kann Schwarz Turm E3 spielen und kommt in der Folge auf die zweite Reihe mit furchtbaren Drohungen gegen C2. Und das kann hier ganz schnell abwärts gehen, wenn Weiß beispielsweise so den Bauern deckt. Also die Stellung ist schon verloren, kann sich nicht mehr retten. Turm D2 ist noch die beste Verteidigung. Kommt Turm E1, Turm D1 und Turm schlägt B1. Und das ist das Brutale an der Stellung. Hier kommt alles mit Schach geflogen. König, Dame A4 Schach. Dame B3. Und es geht alles verloren und Schwarz gewinnt. Und das wäre halt passiert, wenn auf Läufer A4 hier Weiß auf G7 schlägt. Er kann sich besser verteidigen mit Turm F2. Und diese Variante zum Beispiel hier geht wahrscheinlich Remis aus. Turm FD2 und dann wieder der merkwürdige Zug C3. Der hier die Stellung weiter öffnet. BC, Turm D1, Turm D1, Turm A2. Und jetzt sehen wir die Idee dieser ganzen Aktion. Mit C3 hat Schwarz die zweite Reihe freigelegt und greift C2 an. Wenn Weiß jetzt versuchen würde, den Bauern seitwärts zu decken mit Turm D2, geht es ganz schnell zu Ende. Mit dem netten kleinen Matt. Also das geht nicht. Und wie soll C2 gedeckt werden? Weiß hat den verrückten Zug Springer A3, um den Bauern zu decken. Die Idee ist, wenn Schwarz jetzt schlägt, kommt Dame G5 mit einer Zwischenmattdrohung. Und verrückterweise ist nach König B2 hier Läufer schlägt C2. Der Turm ist gefangen. Schwarz muss diesen Desperado-Zug machen. Turm E1, Weiß am Drücker und gewinnt. Kann man gerne mit Computerhilfe nachprüfen. A3 hängt und der Läufer C2 hängt auch. Und am Ende hat Weiß zwei Bauern mehr und Angriff. Also eine irre komplizierte Partie. Tatsächlich wäre es sehr wahrscheinlich hier dann Remis ausgegangen. Aber Läufer A4 ist auch wieder ein sehr schwieriger Zug mit geringer Zeit. Hier Läufer A4 war gut. Es kam aber G5. Macht sich etwas Platz am König und verhindert natürlich F schlägt G7. Und hier spielte Karo Anna Dame G3. Durchaus völlig plausibler Zug mit der Idee Turm F nach E1 um die E-Linie. Denke ich, ja, auf der E-Linie Gegenspiel zu kriegen und den Turm da loszuwerden. Besser war allerdings Dame C3. Wir sehen jetzt, die Idee ist die gleiche. Wir sehen, warum Dame G3 ein Problem ist. Schwarz spielt Turm E3. Und jetzt begeht Weiß ja eigentlich den entscheidenden Fehler. Spielen muss der Dame F2, schlichtweg, weil sonst kein anderer Zug zur Verfügung steht. Mit der Idee Turm FE1 und Entlastung in der E-Linie. Tatsächlich kam Turm F3. Und hier hat Neidisch mit sehr wenig Zeit auf der Uhr, denke ich, sehr stark gespielt. Turm E2. Und das ist jetzt außerordentlich gefährlich für Weiß. Die Stellung ist ja auch schon taktisch glatt verloren, aber es ist alles andere als leicht, um mal zu sehen, was hier eigentlich droht. Wenn Weiß zum Beispiel einen Zug macht wie H4, der, sagen wir mal, nichts an der Figurenstellung verändert, dann kommt Schwarz mit dem sehr kräftigen Zug Dame E4 um die Ecke und droht ganz stumpf matt auf C2. Und wie soll Weiß das jetzt verhindern, wenn er zum Beispiel Turm C3 zieht? Folgt Läufer A4, stellt sich nochmals auf C2 drauf und droht wieder matt. Turm D2, um zu decken. Und dann schlägt wieder dieses schon mal gezeigte Motiv auf und am Ende Dame H1 mit der Idee Turm A1 matt, was Weiß nicht mehr verhindern kann. Also Schwarz bekommt nach Turm E2 hier tödlichen Angriff. Die beste Verteidigung ist noch Turm F2. Das hat er ja auch gespielt. Worauf dann auch wieder Läufer A4 kam. Also bisher hervorragend gemacht von Schwarz.
Dame F3. Und jetzt sehen wir, warum das Ganze überhaupt so problematisch ist. Weil im ersten Moment sieht man vielleicht gar nicht, wie Schwarz jetzt weiterkommt. Aber er kommt weiter und zwar mit Turm schlägt B1 Schach. König schlägt. Läufer C2. Alles mit Schach. König C1. Der einzige Zug. Läufer D1. König D1. Keine große Auswahl. Ja, und jetzt ist Schwarz am Zug und spielt Turm E3. Gewinnt also das Tempo hier auf die, ja, auf die weiße Dame, die jetzt auch nicht gerade viele Möglichkeiten hat. Gespielt hat Caruana Dame F5. Macht auch Sinn, direkt auf G5 drohen. Wenn Weiß hier rückwärts laufen würde, nach H1 zum Beispiel, kommt der lange Zug Dame A4 Schach. Und nach beispielsweise König D2, Turm D3 Schach, König E2, Dame C2 Schach, ja, rollt der schwarze Angriff einfach nach Hause. Gewinnt hier zumindest schon mal die Dame und Mats wird's, glaube ich, auch. Dame F5 macht viel mehr Sinn, weil es auch selbst auf G5 droht. Ja, und hier sind wir in Zug 36. Das heißt, noch 4 Züge bis zum 40. zur Zeitkontrolle. Und hier macht Neidic leider einen Fehler. Er deckt nämlich mit H6, das gibt noch nicht den Gewinn aus der Hand, deckt mit H6 den Bauern G5. Und das ist sehr schade, weil hier konnte er... Verzeihung. Hier konnte er stattdessen mit dem Zug... Ups, das war nicht gewollt. Mit dem Zug Turm E1 Schach die Partie eigentlich relativ einfach gewinnen. Allerdings... Ich denke, massive Zeitnot im Spiel. Weiß spielt ja, muss König C2 ziehen. König D2 ist nach Dame E3 Schach sofort matt. Ja, also König C2. Dann Dame A4 Schach. Alles geht mit Schach hier. König C3. Dame B3 Schach. König D4. Turm D1 Schach, König C5, Dame E3 Schach, König C6 und Dame B6. Ja, und am Ende wird der König hier erlegt. Ja, er hat es nicht gespielt. Eigentlich überraschend. Sicher kann man diese ganze Zugfolge hier nicht durchrechnen. Da braucht man sich nichts vormachen. Das kann keiner. Trotzdem kommt es mir komisch vor. Also ich glaube, ich hätte ihn aus Prinzip irgendwie gemacht, weil es sind so viele Schachs, das ist schwer zu glauben, dass das Weiß da rauskommt, wenn man sich diesen Schachhagel hier mal anschaut. Allerdings, vielleicht hat er da irgendwo ein Gespenst gesehen und wenn man nur Sekunden auf der Uhr hat, es ist nicht einfach. H6 nimmt halt auch direkt die Gegenmattdrohung raus und der weiße König steht immer noch schlecht. Also Schwarz steht auch immer noch besser hier nach H6. Es ist halt nur kein sofortiger Gewinn mehr. Verzeihung. So, ja, Caruana spielt jetzt B5 mit nichts auf der Uhr. Das konnte man sehen, also sehr wenig Zeit. Stattdessen Turm F1 wäre der bessere Zug gewesen, wonach Weiß noch ordentlichere Mischancen hat. Nach B5, was er gespielt hat, konnte Neidic wieder gewinnen. Und zwar mit praktisch der gleichen Idee. Dame E1 Schach, König C2 und jetzt eben nicht mehr Dame A4 Schach, sondern Dame schlägt B5. Das, was Dame A4 Schach droht oder auch Dame B3 Schach wahlweise. Und der Knackpunkt ist, wenn Weiß auf C8 einen Schach gibt, kommt halt Turm E8. Möglicherweise hat er den nicht gesehen. Denkbar. Diese langen Turmzüge sind immer leicht zu übersehen. Ja, und hier verliert Weiß einfach. Mit Dame B3 und so weiter wird Weiß matt gesetzt oder verliert so ziemlich alles, was er an Figuren hat. Also der Zug Turm E1 hätte hier wieder gewonnen auf B5. Gespielt hat er Turm E5. Ich vermute wirklich mit nichts auf der Uhr. Auch das ist noch besser für Schwarz, ja. Also keinesfalls schon entscheidend. Dame F3 und hier wieder gewinnt Turm E1.
weil König C2, Turm E3, Dame F5, Dame B5 zu der gleichen Stellung führt wie eben. Oder fast gleiche Stellung. Einmal steht der Turm auf E1, einmal auf E3. Aber es macht keinen Unterschied. Dame B3 Schach gewinnt trotzdem. Ja, hat er leider nicht gemacht, sondern in der Stellung auf B5 direkt genommen. Wonach Weiß den Zug, den starken Zug, wenn er am 39. war, alle Achtung, den Zug Turm E2 gefunden hat, wonach Weiß nicht mehr direkt verliert. Also mindestens wird es nicht matte oder so. Ja, hier ist jetzt noch vielleicht eine Chance gewesen, anstatt Dame D5, was er gespielt hat, war Turm schlicht E2 noch möglich. Wonach ja Dame E2 folgen muss. König E2, einfach Dame schlicht B2 Schach. Dame E2, Dame schlicht D5 Schach. Ja, Weiß muss den König ziehen und dann beispielsweise König H7. Da erreichen wir jetzt ein Damen-Endspiel mit einem schwarzen Mehrbauern. Und möglicherweise schafft man es, mit König G6 und einem Damenzug den Bauern F6 zu bekommen. Also ich würde behaupten, dass Schwarz hier bessere Gewinnchancen hat als in dem Turmendspiel, welches in der Partie entsteht. Aber nicht ganz einfach zu sagen. Also Schwarz sollte hier immer noch ziemlich deutlich besser stehen, würde ich sagen. Aber ob es jetzt direkt gewonnen ist, das kann ich jetzt nicht sagen, ohne dass ich mir das eine Stunde anschaue. Wie gesagt, gespielt wurde Dame D5, wo gesagt, 39. Zug. Also mit Sicherheit mehr als knapp an Zeit. Weiß tauscht die Dame und war sicher froh, dass er nicht mehr matt ist. König C2. Ja, und jetzt erreicht man dieses Turmendspiel, was ich erwähnt habe, im Vergleich zu dem Damenendspiel. Und hier hat Weiß, denke ich, viel klareres Gegenspiel. Und zwar halt mit den Ideen, den Turm nach E7 zu bringen, wie hier grafisch gezeigt. Oder halt mit dem König auf C2. Ja, den Bauern C4 anzugreifen und direkt das Gegenspiel am Damenflügel zu bekommen. Und ich glaube, dass hier Schwarz kaum Gewinnaussichten hat. Also der Computer beispielsweise gibt die Stellung auch als ziemlich ausgeglichen. Er gibt Schwarz 0,1 irgendwas. Und man sieht auch relativ schnell jetzt schon, wie die Partie weitergeht, dass hier kaum noch Alternativen sind. Schwarz ja, muss den Bauern hier wegnehmen und Weiß bekommt C7. Und eben, wie schon erwähnt, durch den aktiven König auch C4. Und dann erreichen wir ziemlich forciert, denke ich, dieses Endspiel, wo der weiße B-Bauer halt sehr schnell ist und den schwarzen Turm binden wird. All das hier wirkt sehr logisch. Schwarz muss sich beeilen mit dem Turm, um den B-Bauern hier zu stoppen. Ja, und hier war noch eine Möglichkeit, dass Schwarz sofort F5 zieht, wonach Weiß mit dem König ranläuft. Und das Problem ist halt, dass der B-Bauer immer komplett den Turm bindet. Und sobald der schwarze König zum Bauern rüberläuft, Turm und König von Weiß die Bauern abholen werden. Also hier kann Schwarz versuchen loszulaufen, aber Weiß kann einfach hier blocken und Schwarz kommt kein Deut weiter. Ich denke, es war einfach Remis, dieses Endspiel. Also gut, vielleicht guckt sich das jemand ein paar Stunden an und findet was. Aber so richtig glauben kann ich es nicht. In der Partie, wie gesagt, kam König F6. Und Weiß lief dann einfach hier mit dem König an die Bauern ran. Und ja, wir erreichen die remieslichste aller Remisstellungen. Zwei blanke Könige. Ja, spannender als ein 20-zügiges Remis. Davon haben wir in vielen vergangenen Dortmund-Turnieren genug gesehen. Und ich denke, eine sehr gute Entscheidung, dass man diese Anti-Remis-Regel hier wieder zur Anwendung bringt. Und ja, dann sieht man auch solche wirklich tollen Kampfpartien. Ja, sehr schade für Neidic, der eine große, ja, mehr als eine große Gewinnchance in Zeitnot hatte. Allerdings muss man sagen, dass er vorher auch, denke ich, so gut wie verloren mal stand. Insgesamt, ja, wie gesagt, ein toller Kampf. Die andere, ja, auffällige und erfreuliche Partie am heutigen Tag war der Sieg von Georg Meyer gegen Mateusz Bartl aus Polen. Die Partie hätte ich auch zeigen können, wäre immer noch eine Gewinnpartie gewesen für den deutschen Spieler. Aber ich wollte mir die
spannenden taktischen Verwicklungen der Partie hier nicht entgehen lassen. Aber die Partie von Meier ist auch sehr nachspielenswert, ein sehr schöner Sieg aus der katalanischen Eröffnung mit Weiß. Ja, außerdem gab es noch drei Remis, die, denke ich, ziemlich ereignisarm waren. Das deutsche Duell Friedmann gegen Gustafsson war immer in der Remisbreite. Vielleicht immer ja, symbolisch etwas besser für Daniel Friedmann, aber tatsächlich, denke ich, war da so gut wie nie was los. Leko hat gegen Ponomarev eine ziemlich ruhige Variante im angenommenen Damengambit versucht zu gewinnen, aber hat, denke ich, auch keine ernsthaften Fortschritte erzielen können. Und dann hatten wir noch die ja auf dem Papier attraktivste Paarung des Tages, Karjakin gegen Kramnik. Ich glaube, die beiden Rating-Höchsten, wenn ich mich nicht täusche, wobei Caruana und Karjakin sind, wenn überhaupt, 5 Punkte auseinander. Auf jeden Fall ging die Partie Karjakin gegen Kramnik Remis aus, relativ schnell. Denke, da wurde seitens Karjakin eine neue Öffnungsidee probiert, die aber nicht wirklich viel gebracht hat, auch schottisch. Und so nach rund 20, 25 Zügen war praktisch so gut wie alles getauscht und man hat dann Remis durch eine Zugwiederholung gespielt. Ja, also das war das erste Video über die Dortmunder Schachtage. Ich denke, ja, morgen kommt gleich das nächste. Ich hoffe über eine spannende Partie. Und ja, ich freue mich auf Kommentare und Anregungen zu dem Video. Und sagt er mal ja, wahrscheinlich auf Wiedersehen, bis morgen.